Lukas Hombach, 4:2 verlieren unsere Sportfreunde hier beim Bonner SC. Wie kannst du das Spiel aus deiner Sicht zusammenfassen? Ja, ich denke mal, es war ein offener Schlagabtausch mit dem schlechteren Ende dann für uns. Ich denke mal, die ersten 20 bis 30 Minuten war es ein richtiges Hin und Her mit vielen Ballverlusten. Und dann halt auch vielen Torraumszenen, wo dann wir 2-1 führen, aber dann halt im Endeffekt das 2-2 bekommen. Vor der Halbzeit dann auch noch das 3-2 und dann, ja, Bonn hat es auch gut nach vorne hin gemacht und dann verlieren wir halt das Spiel. Wäre deiner Meinung nach heute für uns mehr drin gewesen, egal ob was Zählbares oder vielleicht auch ein Sieg? Ja, wir können jetzt am Ende immer sagen, es wäre was drin gewesen, aber im Endeffekt stehen wir wieder mit leeren Händen da. Klar, ich glaube, dass Bonn defensiv nicht unverwundbar war heute, das haben wir an den zwei Toren gesehen. Wenn wir das vielleicht noch ein bisschen cleverer ausspielen, dann ist da vielleicht noch ein bisschen was möglich. Hinten haben wir halt aber auch, können wir uns nicht beklagen, also die vier Dinger, wir hatten schon ordentlich Chancen, deswegen im Endeffekt kann man hier schon sagen, dass wir verdient verloren haben. Beschreib mal kurz, mit welcher Einstellung seid ihr heute zu dem Spiel gegen den Bonner SC gefahren? Ja, wir waren auf jeden Fall wieder motiviert. Wir haben gesehen, dass wir gegen Wiedenbrück halt auch das 1-1, das uns nochmal Kraft gegeben hat. Wir wollten zeigen, dass wir jetzt auswärts auch nochmal was holen können. Haben auch ordentlich angefangen, haben uns wenigstens Torraumszenen erspielt, aber ja, im Endeffekt dann halt leider wieder die vier Gegentore bekommen. Das ist dann am Endeffekt auch zu viel. Mehmet Kurt, 4:2 verlieren unsere Sportfreunde hier beim Bonner SC. Wie kannst du das Spiel aus deiner Sicht beurteilen? Ich glaube, wir kommen relativ unglücklich ins Spiel, kassieren frühes Gegentor, sind aber dann da, drehen das Spiel auch 2-1. Und ich denke mal, genau dann, wo wir wieder ins Spiel gekommen sind, kassieren wir einfach viel zu leicht die Tore und brechen dann sozusagen wieder ein. Und war wie so ein Nackenschlag wieder. Und insgesamt war es verdient für Bonn, auch wenn wir offensiv relativ gute Leistungen gebracht haben, war es halt defensiv viel zu schwach heute. Die Mannschaft ist mit dem ganz klaren Ziel hier hingefahren, zu kämpfen und auch was Selberes mitzunehmen. Kannst du mal ein bisschen aus deiner Sicht die Einstellung wiedergeben, mit der die Mannschaft hier hingefahren ist? Ich würde sagen, also die nächste Saison, dass wir einen Neuanfang machen, das interessiert uns zurzeit nicht. Wir gehen in jedes Spiel und wollen jedes Spiel gewinnen. Dafür sind wir auch Fußballer, sonst würden wir nicht fünfmal die Woche zum Training kommen. Wie gesagt, wir sind mit einer guten Einstellung hier hingekommen, waren auch gut vorbereitet. Ich denke mal, das hat man über weite Phasen des Spiels gesehen. Wie gesagt, das Ergebnis hat wieder andere Gründe, aber wir sind schon mit einer Einstellung hingekommen, dass wir gewinnen wollen. Um mal den Blick nach vorne zu richten, kommende Woche empfangen wir bei uns zu Hause die U23 von Dortmund. Mit welcher Einstellung oder mit welchem Ziel geht die Mannschaft dieses Spiel an? Ich denke mal, wir werden wieder alles geben. Wir wollen kämpfen. Wir wissen, dass Dortmund uns spielerisch überlegen ist. Aber da müssen wir umso mehr in die Zweikämpfe kommen, umso giftiger sein. Und wir wollen denen keinen Freifahrtschein geben. Die drei Punkte müssen sie sich erstmal erarbeiten. Und wir gehen in jedes Spiel rein, als wenn wir gewinnen wollen. Thorsten Seibert, 4:2 verlieren unsere Sportfreunde hier beim Bonner SC. Wie lautet dein Fazit zum Spiel? Ist natürlich schwierig, so ein kurioses Spiel sachlich und professionell zu analysieren. Es passieren zwei schnelle Tore, gleich Minute 1 und Minute 3 zum 1-1. Dann gehen wir in Führung durch ein tolles Tor. Und schaffen es aber nicht, die Führung bis in die zweite Halbzeit zu retten. Gehen mit 3-2 in die Halbzeit. Zwei Treffer, die Bonn noch nachlegen kann. In der zweiten Halbzeit spielen wir weiter gut mit. Ich glaube, wir haben hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe gesehen, die relativ mit offenem Visier gespielt haben. Und kriegen einfach das 3-3 nicht gemacht. Ich möchte erinnern an Lukas Hombach, der in der 47. Minute alleine halblinks auf den Torwart steuert. Einen schönen Kopfball von Björn Joos, den er gegen Köln aus ähnlicher Situation reinmacht, heute nicht. Und dann bekommt man noch einen Konter, wo Bonn dann das 4-2 den Deckel drauf macht. Ich denke, es ist ein bisschen zu hoch ausgefallen, das Ergebnis. Ich habe zwei gleichwertige Mannschaften gesehen, hätte gerne hier einen Punkt mitgenommen, aber es hat nicht sollen sein. Lukas Hombach hat es eben schon erwähnt, dass der Bonner SC vor dem Tor nicht unverwundbar gewesen ist. Wäre deiner Meinung nach aus Sicht der Sportfreunde Siegen heute mehr drin gewesen? Oder hat es deiner Meinung nach an mangelnden Chancen gelegen? Nein, es hat heute nicht an mangelnden Chancen gelegen. Also wir haben eine andere Siegener Mannschaft gesehen als in den letzten drei Wochen. Viel offensiver, mit Drang zum Tor, mit Torabschlüssen. Das war gut. Wir haben aber auch gesehen, wo es dann hapert. Wenn wir eben genau diese Spielanlage zeigen, dass wir dann hinten nicht so stabil stehen, als wenn wir uns defensiver orientieren. Zwei Tore passieren einfach aus individuellen Fehlern, die so nur einmal im Jahr vorkommen, gerade bei diesen Spielern, die diese Fehler begangen haben. Schade, dass es heute passiert ist, denn normalerweise mit zwei Auswärtstoren musst du einen Punkt mit nach Hause bringen.
Mit welcher Einstellung sind die Sportfreunde Siegen heute zu dem Auswärtsspiel zum Bonner SC gefahren? Das ist eine sehr gute Frage, denn ich glaube, die Mannschaft hat wieder gezeigt, dass trotz der schwierigen Situation sie absolut gewillt ist, hier Woche für Woche alles reinzuwerfen, was sie in sich trägt. Auch heute wieder. Wir sind hier mit dem Ziel hingefahren, einen Punkt zu holen. Das ist uns leider nicht geglückt, deswegen sind wir sehr enttäuscht und müssen uns jetzt schütteln, um dann gegen Dortmund zu Hause wieder ein gutes Spiel zeigen zu können.